Wie steht an in der zweiten Liga? Der FC Erzgebirge empfängt die SG Dynamo Dresden. Darüber wollen wir sprechen und damit begrüße ich Sie ganz herzlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Sport im Osten Talk. Vorhin haben wir Christoph da Ferner gehört, Torjäger von Dynamo Dresden. Jetzt wollen wir natürlich auch mit dem FC Erzgebirge Aue sprechen über dieses Duell, das so viel Prestige mit sich bringt und das tabellarisch so wichtig ist. Der FC Erzgebirge auf dem Relegationsplatz, Dynamo 5 Punkte davor, also richtig Feuer drin im Abstiegskampf. Wir haben uns im Erzgebirge einen Gesprächsgast eingeladen. Wir wollen sprechen mit Jan Hochscheid. Herzlich willkommen. Hallo und Glück auf. Wie ist die Lage 3 Tage vor dem Spiel? Kribbelt's schon? Ja, natürlich kribbelt's. Man ist auch angespannt. Es ist ein besonderes Spiel für alle. Und ja, natürlich ist man angespannt und jeder kennt auch die Tabellenlage. Und deswegen wird das, glaube ich, ein schönes, interessantes Spiel, auch wenn leider ohne Zuschauer gespielt werden muss. Doppelt bitter bei diesem Spiel. Sie als FC Erzgebirge kommen mit einem richtigen Tiefschlag im Nacken in dieses Spiel. Zuletzt gab es die Niederlage 0-4 gegen Werder Bremen. Wie wurde die aufgearbeitet? Ja, natürlich wurde die Niederlage aufgearbeitet. Wir haben gemerkt, dass wenn wir nur Kleinigkeiten nachlassen oder einen schlechten Tag haben, dass es dann auch in der Liga ganz schnell in die andere Richtung gehen kann. Und ja, ich glaube, es hat jetzt niemand damit gerechnet, dass wir unbedingt in Bremen gegen Werder Bremen einen Sieg holen. Aber natürlich umso bitterer, wie das Ergebnis am Ende ausgefallen ist. Und für uns natürlich auch, dass wir jetzt wieder 4 Toren hinterherrennen mit unserem Torverhältnis. Aber gut, so ist es normal. Und jetzt müssen wir uns auf die nächsten Wochen und Aufgaben konzentrieren. Es war schon die 2. Niederlage in Serie, zuvor schon verloren gegen Darmstadt. Spitzenteam in der 2. Liga, muss man dazu sagen. Nichtsdestotrotz hatte man vorher eine Phase, wo man 4-mal in Folge ungeschlagen war, wo man gerade, wenn man so möchte, von den Toten auferstanden ist in der 2. Liga und sich richtig rangekämpft hat mit tollen Leistungen. Inwieweit dämpfen diese beiden Niederlagen in Serie diese Euphorie, die man sich da selbst erarbeitet hatte? Ja, ich denke, das dämpft nur im geringfügigen Maße. Wir haben uns von ganz unten rausgearbeitet und haben einen tollen Lauf gehabt, haben dann gegen das Team der Stunde 2-1 verloren, was jetzt nicht so deutlich war. Und ja, das war ein kleiner Rückschlag, aber man hat gesehen, man kann auch mit den ganz Großen mithalten. Und ja, jetzt müssen wir in den nächsten Wochen weiterhin punkten. Bis Weihnachten, weil mit 14 Punkten, wenn es so bleiben sollte, ist das ein ganz düsteres Weihnachtsfest. Und das wollen wir auf gar keinen Fall haben. Ist eventuell vielleicht sogar Dynamo Dresden genau der richtige Name, um daran anzuknüpfen, an diese Euphorie, die man sich erarbeitet hatte? So viel Prestige, ein so brisantes Derby. Kommt das vielleicht genau richtig? Ja, ich denke, für uns kommt genau richtig, dass wir jetzt nochmal vor Weihnachten auch 2 Heimspiele haben. Halt trotz Pandemielage ohne Zuschauer, aber trotzdem 2 Heimspiele sind für uns einfach Sachen, wo wir punkten wollen. Und auch tabellarisch punkten müssen, damit wir nicht den Anschluss verlieren nach oben. Und ja, das sind halt wichtige Spiele. Und natürlich ist mit Dresden dann natürlich das als auf den letzten Spieltag terminiert für jeden nochmal eine extra Motivation. Und ich glaube, das wird auch im Nachgang hinten raus ein heißes Duell. Und dann wahrscheinlich auch, oder beziehungsweise hoffentlich für beide Mannschaften am 34. Spieltag nicht ein Do-or-Die-Spiel. Das wünscht sich auch Ihr Trainer Marc Hensel, in Dresden geboren, bei Dynamo ausgebildet in der Jugend, also für den auch ein ganz besonderes Spiel. Wenn wir mal über die SGD sprechen, die hat zuletzt zu Hause konstant gepunktet, aber auswärts funktioniert es überhaupt nicht. Die letzten 6 Spiele in der Fremde hat Dresden allesamt verloren. Inwieweit können Sie sich das zunutze machen, dass Dynamo da offensichtlich auswärts durchaus verunsichert ist? Na gut, Dynamo ist aufgestiegen, ist auf einer Erfolgswelle geschwommen und wie die Stimmung in Dresden ist, das wissen, glaube ich, alle. Und dass das ein Heimteam natürlich genauso anpeitscht, ist klar. Und ja, für uns ist es genau das Gleiche, unsere Fans unterstützen uns bis zum Letzten. Das hat man gegen Ingolstadt gesehen, wo wir als Letzter gegen den Vorletzten gespielt haben und das wirklich nicht das schönste Spiel war, aber wir wirklich bis zum Letzten unterstützt wurden und dann die Spiele gewonnen haben. Und ich glaube, das hat auch so Dynamo jetzt die erste Zeit geholfen. Und natürlich, wenn auswärts dann weniger Fans oder keine mitfahren dürfen, ist das, glaube ich, auch für viele Spieler dann eine schwierige Sache. Und ja, wir müssen uns jetzt aber trotzdem alle wieder darauf einstellen.
wieder ohne Zuschauer zu spielen. Wir hatten jetzt schon mal ein Spiel und ich hoffe, es kann für uns ein kleiner Vorteil sein. Inwieweit tut es trotzdem doppelt weh, dass ausgerechnet dieses Spiel nicht vor Zuschauern stattfinden darf, sondern ein Geisterspiel ist, weil eben Dynamo offensichtlich auswärts vor fremder Kulisse nicht so funktioniert wie zu Hause und es jetzt halt für Dresden im Grunde gar kein richtiges Auswärtsspiel ist, sondern ein Geisterspiel in Aue. Also ich glaube, für uns tut jedes Spiel, für jeden Fußballer tut jedes Spiel weh ohne Zuschauer. Das ist eine traurige Sache leider, aber ja, ich glaube, der Fußball lebt von den Emotionen, von den Fans im Stadion, wie mitgefeiert und mitgefiebert wird und auch mitgehofft und gebannt wird. Und man sieht, man hat, glaube ich, gesehen, was auch möglich ist beim ersten FC Köln, wo das Stadion ausverkauft ist, wie dann plötzlich große Namen dort richtig Probleme kriegen können. Und ja, das Spiel lebt für die Zuschauer und mit den Zuschauern einfach im Stadion und alles andere ist leider eine, im Moment leider eine Maßnahme, die leider getroffen werden muss, aber trotzdem äußerst traurig und für uns natürlich gerade hier, ich glaube, jetzt für Gesamtsachsen mal zu sprechen, wenn man so ein Derby schon mal hat, wieder in der zweiten Liga, dann natürlich äußerst bitter, wenn dann gar keine Zuschauer rein dürfen. Jetzt ist die Situation, wie sie ist. Sie müssen damit umgehen. Wie muss Ihre Mannschaft auftreten, um das Ganze trotzdem zu einem echten Heimspiel zu machen? Also ich glaube, wir müssen einfach auftreten, wie auch schon gegen Darmstadt. Das haben wir gut gelöst, die Aufgabe, ohne Zuschauer das erste Mal seit ganz langer Zeit wieder. Und ja, daran müssen wir aufbauen. Wir haben jetzt schon ein bisschen da mal wieder reinfühlen können, wie es ist ohne Zuschauer. Aber natürlich, das wird ein heißer Tanz. Man hört die Kommandos besser und man kann sich gegenseitig besser coachen. Also es ist immer ein Balanceakt, wo man dann sagt, man kriegt dann doch mehr Kommandos mit, aber natürlich fehlt einfach das Feuer und die Emotionen und da muss sich jeder selber heiß machen und selber seine Emotionen und sein Spiel auf den bestmöglichen Punkt kriegen, auch ohne Unterstützung von außen. Zumal die tabellarische Situation ja durchaus für Brisanz und dementsprechend Anspannung sorgen dürfte. Sie sind aktuell 16. auf dem Relegationsplatz. Dynamo 5 Punkte davor, steckt auch noch drin im Abstiegskampf, könnte sich aber deutlich distanzieren. Mit einem Heimsieg wiederum würden Sie Dynamo wieder richtig mit reinziehen. Welche Rolle spielt der Druck in diesem Spiel? Also für uns ist der Druck ganz klar seit Anfang an da. Wir stehen die ganze Zeit ganz unten mit drin und wir müssen einfach zu Hause unsere Punkte holen. Und das darf jetzt leider keine Ausrede sein, gegen wen wir spielen, sondern wir müssen einfach versuchen, konstant zu punkten jetzt zu Hause. Und dann müssen wir einfach gewinnen und dann gucken, dass es am Ende reicht. Wir stehen im Moment auf dem Relegationsplatz, was für uns nicht so schön ist. Aber wir müssen jetzt einfach punkten, dass wir oben dran bleiben und dass gar keine Lücke wieder entsteht wie im Sommer. Inwieweit ist diese tabellarische Situation Thema in der Mannschaft? Also bei uns ist die tabellarische Situation natürlich nicht das große Thema. Wir versuchen auf uns zu gucken und unsere Punkte zu holen. Natürlich hat man es im Hinterkopf und ja, man will einfach punkten und möglichst viele Mannschaften mit reinziehen, dass die vielleicht auch in den Strudel kommen und ein oder zwei Spiele mal verlieren. Wir hatten unsere Durststrecke am Anfang der Saison, haben dann eine gute Phase gehabt und wollen jetzt die nächste gute Phase starten. Vielleicht kann dabei ja mental helfen. Ein kleiner Blick zurück vor 2 Jahren, das letzte Zweitliga-Heimspiel gegen Dynamo Dresden. Das war ein furioser Auftritt vom FC Erzgebirge. Sie haben 4:1 gewonnen. Sie selbst haben damals, glaube ich, noch ein Tor vorbereitet. Inwieweit ist das etwas, wovon man zumindest emotional zehren kann? Ist das noch präsent oder sagen Sie, neue Zeit, neue Situation, neue Mannschaften spielt keine Rolle mehr? Also es sind immer schöne Erinnerungen und Gedanken, aber es ist gerade wirklich eine neue Zeit, ein fast komplettes neues Team auf Dresdner Seite. Bei uns sind auch viele Veränderungen passiert. Und ja, wir müssen einfach mit unserem jetzigen Team erfolgreich sein und alles, was früher war, war früher. Dann werfen wir den Blick zurück in die Aktualität. In einer guten Stunde gehen Sie auf den Trainingsplatz, trainieren nochmal. Geben Sie mal einen Einblick in die Abläufe jetzt vor diesem Spiel. Es ist ein besonderes Spiel mit einer besonderen Bedeutung. Die Abläufe dementsprechend angepasst oder bleibt alles beim Alten? Also natürlich versucht man seine Abläufe schon gleich zu behalten, einfach um eine Routine reinzukriegen. Natürlich gibt es immer eine besondere Anspannung, Atmosphäre, aber es ist halt trotzdem, muss man gucken, dass man seine Abläufe beibehält und sich bestmöglich auf jedes Spiel vorbereitet.
Welche Rolle spielen Sie ganz persönlich als erfahrener Spieler, der schon unzählige Male in seiner Karriere gegen Dynamo Dresden gespielt hat, dementsprechend auch eine gewisse Derby-Atmosphäre kennt, auch wenn es die nicht geben wird am Sonntag, zumindest nicht auf den Rängen? Ja, Derby-Atmosphäre hin oder her. Es wäre schön, wenn eine richtige Derby-Atmosphäre aufkommen wird. Das wird leider nicht so sein, weil von außen einfach keine Einflussnahme von Fans, Gesänge etc. kommen wird. Und ich glaube, man muss sich bestmöglich darauf einstellen, dass halt wirklich das nur auf dem Platz entschieden wird, ohne Zuschauer, ohne alles. Man muss sich einfach auf diesen besonderen Charakter wieder einstellen, ohne Fans zu spielen. Haben Sie die Möglichkeit, da einzuwirken durch Ihre Erfahrung, durch die Kenntnis, wie diese Spiele ablaufen, für diese gewisse Bissigkeit und zusätzliche Aggressivität zu sorgen? Also ich glaube, dass ganz am Anfang, wo die ersten Geisterspiele oder Spiele ohne Zuschauer stattgefunden haben, hat man klar gemerkt, dass die Mannschaft mit älteren Spielern klar im Vorteil waren. Mittlerweile hat, denke ich, jeder schon mal mindestens 5 bis 8 Spiele unter den Bedingungen gespielt und sollte eigentlich jeder kennen. Und ja, ich denke, das wird für niemanden was Neues sein. Natürlich kann man noch ein paar Ratschläge geben, aber in der Regel sollten jetzt alle nach so und so vielen Jahren Pandemie jetzt in der Lage sein, das auch zu bewältigen. Dann sind wir gespannt, wer mit diesen Bedingungen am Sonntag besser umgehen kann. Jan Hochscheid, vielen Dank einstweilen ins Erzgebirge für diese Einsichten. Sie dürfen sich fertig machen fürs Training gleich. Dankeschön. Schönen Tag Vielen noch. Dank. Ebenso schöne Grüße ins Erzgebirge. Das soll es gewesen sein mit diesem Sport im Osten Talk für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Noch der Hinweis auf den Sport im Osten Audio Livestream. Am Sonntag die Partie Aue gegen Dresden, das große Sachsen-Derby, live zu hören in der Sport im Osten App. Seien Sie gerne dabei. Bis dahin genießen Sie die Restwoche. Ciao.